Sehr geehrte Fahrgäste, mein Name ist Dennis Werth und ich bin froh, heute Ihr Busfahrer von Frankfurt Hauptbahnhof zum Frankfurter Flughafen zu sein. Es kann sein, dass die Tour natürlich verlängert wird, aber wir werden heute mit dem Flixbus durch die wunderschöne Stadt am Main langfahren. Ich freue mich, dass Sie unsere Fahrgäste sind. Unser Bus steht schon da drüben bereit, die erste Fahrgäste ebenfalls. Und wir spielen immer noch die Beta-Version vom Fernbus-Simulator, welcher im August erst erscheint. Wir haben bereits schon eine Tour von Köln nach Düsseldorf gemacht und jetzt befinden wir uns am Frankfurt Hauptbahnhof, ja, und der Bus fährt Richtung Mannheim über den Airport, also über Frankfurt Flughafen, und wir haben einen Fahrgast, um den kümmern wir uns gleich. Ich muss vorab noch ein paar Sachen sagen. Das ist natürlich immer noch eine Beta-Version, das heißt, der Blinker-Sound wird noch überarbeitet, die Physik wird noch überarbeitet, und wir hatten in der letzten Folge einen anderen Bus, und zwar das C-Modell. Jetzt haben wir den Standardbus, welcher wiederum nicht so krass in den Kurven liegen sollte. Außerdem habe ich ja mit der Tastatur gespielt, das bedeutet, dass das eigentlich auch schon ein wichtiger Faktor ist, deswegen ist ein Lenkrad empfehlenswert. Und ja, jetzt sind wir in Frankfurt und fahren jetzt gleich hier eine Runde durch die Gegend. Ich bin mal gespannt. Kaum Fahrgäste hier. Nur ein Fahrgast, ja, der möchte anscheinend nach Mannheim. Und wir können mal kurz gucken. Genau, Frankfurt Hauptbahnhof ist unser, fahren wir los. Dann kommt Frankfurt Airport und Mannheim Busbahnhof. Und wir haben einen Fahrgast. Wobei, go into the bus. Ich weiß gar nicht, der will anscheinend gar nicht mitfahren. Denn uns wird auch gar kein Fahrgast angezeigt hier bei Check-in. Nö, kein Fahrgast da. Okay. So, wir können ja auch hinterher noch Tickets ausstellen. Der hat zwar ein Handy in der Hand, aber vielleicht fährt er mit einem anderen Fernbus. Oder ich stehe nicht richtig in der Markierung. Ich probiere mal, warte mal. So, unser Bus ist bereit. Wir blockieren ja auch gerade die Straße, ne? Das muss man ja auch sagen. Denn der da hinten kommt gar nicht weg. Oh, Gang einlegen. Handbremse raus. Oh, warte mal, ich glaube, ich weiß, warum er nicht einsteigen wollte. Ich habe den Fehler gefunden. Moment. Oh. Ich glaube, der will dein Gepäck noch da rein tun. Vielleicht probieren wir es nochmal. Ich kann hier gerade nicht scannen. Check-in. Der wird mir auch gar nicht angezeigt. Start ride. Der wird mir gar nicht angezeigt. Naja. So leid es mir tut, junger Mann. Anscheinend haben sie kein Ticket. Oh. Wo soll eigentlich in so einem Bus das WC sein? Ist das das hier? Eieiei. Okay. Wir begeben uns mal ins Steuer. Wir fahren mal los. Tür wird geschlossen. So. Wie gesagt, der Blinker-Sound wird noch überarbeitet. Das haben die mir gestern noch geschrieben. Air Condition. Okay, los geht's. Wir fahren jetzt Richtung Frankfurt Flughafen als nächstes. Richtung Mannheim dann. Ja, der Bus neigt sich aber immer noch immens, aber man arbeitet ja dran. Aber es steuert sich irgendwie besser, weil es gab jetzt ein neues Update für die Beta von den Entwicklern und man merkt es auch. Ja, Air Condition soll ich die ganze Zeit starten, habe ich schon gemacht, aber das übernimmt. Oh, 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 das übernimmt er gerade hier nicht. Also das Neigen ist immer noch krass. Naja, muss man abwarten. Aber wie ich schon gesagt habe, die Entwickler haben mir geschrieben, dass sie daran arbeiten. Mit dem Lenkrad ist das, glaube ich, ein bisschen smoother. So. Natürlich wird auch die Performance noch verbessert und so weiter und so fort. Wir spielen auf Epic, also auf den höchsten Grafikeinstellungen. Ich habe es kurioserweise nur in die Richtung. Ja, seht ihr? Hier nicht, aber da drüben. Naja. Warum auch immer. Okay, also das meiste, was ich gelesen habe, ist die Position im Bus und die Neigung, die den Leuten stört. Aber das ist gut, dass ihr Feedback in den Kommentaren äußert, weil dann wird daran auch noch gewerkelt. Man möchte ja, dass das Spiel zum Release ganz gut wird. So, und jetzt sind wir hier in Frankfurt und fahren weiter Richtung Flughafen, der eigentlich gar nicht so weit weg sein dürfte. Der Hauptbahnhof ist ja ein Kopfbahnhof, kennen wir ja alle. Oh. Guck mal hier. Das ist ein Skyscraper.
Man hat schon den Flair der Stadt gut eingefangen, aber es ist viel zu wenig noch los auf den Straßen. Okay. So fährt der jetzt nicht. Aber wir haben leider noch rot. Also, wir fahren. Okay. Hexa. Ich weiß ja gar nicht, ob wir Frankfurter in der Community haben. So, wir fahren jetzt mal hier rum. Schön ihren Platz mitnehmen. Wir wollen ja niemanden crashen. So. Oh, es wird rot. Was ich auch schade finde, ist, dass hier keine andere Linienverkehr rumfährt. Weißt du, so Stadtbusse oder sowas. Das würde das noch ein bisschen authentischer machen. Wir warten mal, bis es grün wird, ne? Die Leiden eines Busfahrers. Immer auf grün warten. Hier, guck mal, Werbung. Spielt natürlich alles gerade an einem Sonntagmorgen. Ich glaube, es wird in Frankfurt niemals so leer sein wie jetzt hier. Ich war noch nie, doch, ich war schon mal am Frankfurt Hauptbahnhof. Da bin ich mit dem Zug durchgefahren. Aber so in der Stadt war ich noch nicht. Es gibt übrigens dynamisches Wetter noch, also Regen und so weiter, aber das habe ich jetzt mal ausgestellt. Nachtfahrten und so weiter gehören auch noch dazu. Also es ist alles inklusive und das werden wir uns bestimmt auch noch alles angucken. Aber wir machen jetzt erstmal die Tour hier. Ihr habt auch super viele Vorschläge reingepostet, wo wir denn langfahren sollen. Finde ich auch sehr, sehr cool von euch, dass ihr euch da so super beteiligt. Also, wie gesagt, ich fahre nicht mit Lenkrad, ne? Ich habe keins hier. Es ist aber empfehlenswert, mit dem Lenkrad zu fahren, weil sonst macht man das genau, was ich hier gerade mache. Wäre besser, wenn man das Lenkrad auch mit der Maus steuern könnte. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Vielleicht kann man das machen. Hier rumfahren. Okay, ist nur noch geradeaus. Da kommen wir gleich auf die Autobahn. Oh. Warum fährt er denn nicht? Oh, okay. Aber wir haben grün, schnell. Zeit ist ja wichtig. So, wir verlassen jetzt hier die Metropole und fahren Richtung Flughafen. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß halt nicht, ob man hinterher auch Flugzeuge starten sieht oder so. Keine Ahnung. So, müssen wir denn lang jetzt hier? Würzburg Flughafen geradeaus, ne? Ne, wir müssen hier Richtung Würzburg fahren, okay. Aber viele waren doch begeistert von der Simulation hier. Aber die Kritikpunkte habe ich ja schon aufgezeigt. So, ab auf die Autobahn. Okay, die nächste Abfahrt ist schon am Flughafen. Kannst du eigentlich schon hier drüben bleiben? Welcome. Oh. Hier ist noch was zu tun. Genau, hier ist noch was zu tun. Beta. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Naja. Ihr seht ja, so Ansagen und so weiter kommen auch noch alles dazu. So. Airport. Hier ist es, Leute. Mir geht's zum größten Flughafen in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob da auch... Nee, Europa nicht, oder? Ist bestimmt London Heathrow größer. Ich weiß gar nicht. Vielleicht weiß das ja einer. Dann kann das mal in die Kommentare schreiben. Huch. Oh Mann. Boah, ohne Lenkrad ist es echt schwer. Oh, die Polizei gerade neben uns. Ja, ja. So, geradeaus ist der Airport. Okay, wir fahren direkt drauf zu.
kommt gleich ein Autobahnkreuz. Achso, wir müssen jetzt gleich... Ah, okay. Hier Richtung Erfurt und Darmstadt. Aber man ist schon, wenn man wirklich eine lange Strecke hat, lange unterwegs hier. Also man kann schon einige sehen. Oh, ich darf ja nicht rechts überholen. Man sieht auch irgendwie gar keinen anderen Fernbus rumfahren. Ich weiß halt nicht, ob sowas alles geplant ist. So, jetzt gibt er mal wieder ein bisschen Gas. Aber hat wohl am Steuer geschlafen, der Kollege. Er müsste jetzt hier runterfahren. Und dann eine Schleife, dann wieder drauffahren und da hinten abfahren. Okay. Huch. Hat er ihm die Vorfahrt genommen, oder was? Ah, ne, hier wird zweispurig. Der blinkt, der will hier rein. Ah, doch nicht. So, links von uns müsste der Flughafen jetzt... Ah, ne, da sind wir schon... Ja, links, auf jeden Fall links... Warte mal, ist das nicht der Flughafenbahnhof hier? Doch, hier ist doch schon der Flughafen. Hier links von uns ist der Flughafen. Hier, guck mal. Das Gebäude hier, oder? Bin ich jetzt doof? Das Flughafengebäude. So, hier abfahren. Blinker setzen. Ich sag's nochmal, der Blinker-Sound wird noch überarbeitet. Okay, wir fahren jetzt hier hoch. Okay, ich muss noch ein bisschen langsamer werden. Ich fahre hier mit... Was ist ich für eine Geschwindigkeit hier hoch? Oh, Alter. Okay, wir sind am Airport, Leute. Müssen wir jetzt die innere Spur nehmen? Ich habe einfach die Vermutung, dass wir runter müssen, oder? Cool, ey. Wir sind gerade am Frankfurter Flughafen. Ich fahre jetzt einfach mal hier runter. Ja, hier, guck mal, Frankfurt. Genau, das ist der Flughafen hier. Hier durchfahren. Oder wo ist der Busstopp denn? Keine Ahnung, ich fahre mal hier erstmal lang. In Köln ist das ja auch so. Die Fernbusse halten jetzt nur noch am Flughafen. Nicht mehr in der Innenstadt. Wo soll denn hier der Stopp sein? Langsam hier drüber. Oder war das doch oben? Guck mal, weil hier unten ist gar kein Stopp. Das war bestimmt oben. Mist. Boah, Alter, pass doch auf. Oh. Oder ich kann... Warte mal, war das oben? Problem ist, da kann jetzt nicht einfach nochmal hochfahren, oder? Müsste jetzt nochmal über die Autobahn. Mal kann man das irgendwie sehen, wenn man hier rauszoomt. Da hinten bestimmt. Guck mal, da oben. Wo die Taxis stehen. Da müssen wir bestimmt auch halten. Hm. Warte mal. Was ist denn, wenn ich hier drauf fahre? Müsste doch eigentlich wieder gehen, oder? Und dann da hinten wieder abfahren. Ja, genau. Okay, alles gut. Hintersetzen. Oh, ups. Okay, nochmal. Falls man nicht allzu schnell. Okay, Leute, hier ist es. Parchas. Das
bin ich mal gespannt, ob ich jetzt richtig liege. Hier ist irgendwo gar keine, also hier ist keine Haltestelle. Oder da vorne, oder? Doch, da vorne. Ah, aber keine Fahrgäste da. Okay. Heute mal eine Leerfahrt. Guck mal, man kann auch da drüben halten. Ah, hier oben muss man also halten. So, da stehen wir. Am Frankfurter Flughafen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob später Flugzeuge eingebunden werden oder so. Aber wir haben unsere erste richtige Tour mal hier absolviert. Leider, die Fahrgäste konnten wir jetzt nicht mitnehmen, weil der Typ mir sein Ticket nicht zeigen wollte. Da oben seht ihr es, ja. Mannheim steht dran. Und bitte nochmal, es ist eine Beta, ja. Es wird nach und nach hier noch weiter verbessert. Und ich freue mich schon darauf, euch in der nächsten Folge noch eine weitere Strecke zu zeigen. Wir können ja noch durch Hamburg, durch München, durch Berlin und so weiter und so fort fahren. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge vom Fernbus-Simulator. Macht's gut!